Alright, neues Tomatolix-Video. Ich habe 7 Tage auf einem Containerschiff gelebt. Ich habe mitbekommen vor diesem Video, bevor es draußen war, weil Raffi, der mit Tomatolix ab und zu zusammenarbeitet, bei mir in der Wohnung war, wir haben darüber gelabert und er meinte so, ey, Tomatolix hat mich gerade angerufen, der ist immer noch stuck auf einem Containerschiff. Ich habe keine Ahnung, was genau passiert ist, aber ich glaube, er wollte eigentlich nur 3 Tage auf diesem Schiff sein und er irgendwie ist er für 7 Tage da. Ich bin sehr gespannt, was zum Fick uns erwartet. Wir schauen mal. 400 Meter lang, 61 Meter breit, über 23.600 Containerkapazität. Das ist die Hanoi Express, eins der größten und modernsten Containerschiffe der Welt. Ein Großteil von dem, was wir kaufen, war irgendwann mal auf einem Containerschiff. Rund 90% des weltweiten Handels läuft nämlich über den Seeweg. Und trotzdem wissen die wenigsten, was eigentlich genau auf einem Containerschiff passiert. Wir bekommen immer nur mit, wenn mal irgendetwas schief geht, zum Beispiel, weil ein Containerschiff von Piraten angegriffen wurde oder irgendwo feststeckt. Oder halt das Ding, was sonst noch passiert ist halt. Ich möchte mehr über den Alltag auf einem Containerschiff erfahren. Deswegen werde ich die nächsten 7 Tage lang auf einem der größten Containerschiffe der Welt mitfahren. Ich bin sehr gespannt, wie das wird und hoffe, dass ich nicht seekrank werde. Das ist echt unfassbar krass. Dieses Schiff ist riesig. Also wenn ich hier hochgucke, Alter, holy shit. Das ist so groß wie so ein Hochhaus oder so. Lass uns mal hochgehen. Also auf jeden Fall eine wackelige Angelegenheit, hier hochzukommen. Guten Tag, Sie müssen der Kapitän sein? Ja, willkommen an Bord. Jetzt haben wir ja gerade Abend, wann werden wir abfahren? Was für eine Verantwortung, auch so ein Riesending da zu lenken. Ups. Kapitän sein? Ja, willkommen an Bord. Jetzt haben wir ja gerade Abend, wann werden wir abfahren? Na, ein paar Stunden Ladung ist arbeiten haben wir noch. Abfahrt wird dann wahrscheinlich so rund um 7 Uhr, 7.30 Uhr. Werden wir dann hier abfahren aus Southampton. Ja, ich bin sehr gespannt. Und ich bin auch jetzt sehr gespannt, das ganze Schiff erstmal ein bisschen kennenzulernen. Ja, wollen wir los? Sehr gerne. Digga, echt ein ziemlich spannendes Thema irgendwie. Nie Gedanken drüber gemacht. Das, ohne Fahrstuhl kommt man nicht mehr hin bei so großen Schiffen. Und wir warten jetzt darauf, dass der Fahrstuhl wieder runterkommt. Und dann bringe ich dich dann hoch zur Kabine und zeige dir deine Kammer. Wie viele Menschen arbeiten hier auf dem Schiff? Die Standardbesatzung im Moment sind 27 Crewmen, 27 Personen. Ja. Aber 27 klingt jetzt auch gar nicht so viel. Naja. Nee, es ist nicht wirklich viel, aber ist immer für den normalen Schiffsbetrieb sind 27 schon voll in Ordnung. So, da haben wir einmal den Fahrstuhl. Wir müssen aufs C-Deck. Hier sieht man, wer wo wohnt. Wir sind jetzt auf dem Weg zu den Trainee-Kammern. Die sind auf dem C-Deck. Und hier ist dann dein Reich für die nächsten Tage. Das ist ja größer als so manches Hotelzimmer auf jeden Fall. Ja, man darf nicht vergessen, dass die Besatzung hier natürlich auch Monate verbringt. Wir sind 24/7, 365 Tage im Jahr ist das Schiff in Fahrt. Egal ob Weihnachten, Sonntag. Oh mein Gott, Chad. Ja, ich mach den Zeiger hier links weg. Oh mein Gott, sorry. Sonntag, hier wird gearbeitet. Deshalb muss das hier macht in München 1200 kalt. Was sind jetzt deine Aufgaben heute noch, bevor es dann richtig losgeht? Ich muss jetzt noch einmal auf die Brücke, um nach der Route zu gucken, nach Algeciras. Und wenn du willst, kannst du mitkommen, dann kommen wir jetzt mal hoch. Da geht's lang, bitte. Bruder, was ging gerade bei ihm im Fahrstuhl ab? Was haben die da im Fahrstuhl gemacht? Kannst du mitkommen, dann kommen wir jetzt mal hoch. Digga. Tomatolix hat Dinge gesehen im Fahrstuhl. Ey. Da geht's lang, bitte. Bro. Oh, crazy. Das sieht schon krass aus. Hier sind wir jetzt auf der Brücke von der Hanoi Express. Echt richtiges Kontrollzentrum. Ganz viele Bildschirme, ganz viele Knöpfe. Das da ist das Lenkrad. Also damit steuert man? Oder wie läuft das Ganze? Genau, hier steht der Rudergänger. Ich sag mal, auf hoher See fahren wir in der Regel mit dem Autopilot. Der Offizier überwacht den Autopilot. Hier steht dann tatsächlich niemand, der das Schiff steuert in dem Fall. Ja, das hat man gesehen. Aber sobald wir halt einen Lotsen an Bord kommen oder sobald es enger wird, sobald die Verkehrslage es erfordert, haben wir immer einen Mann Standby, der dann sofort ans Ruder gehen kann und übernehmen kann. Und dann kann man mit diesem kleinen sportlichen Lenkrad tatsächlich das riesige Ruder hinten bewegen. Ah, Alter, crazy. Sobald man sieht, das Timing von dem Video ist crazy, Bro. Das ist so verrückt, ne? Das ist wirklich verrückt. Ah, Alter, crazy. Soweit man sieht, ist alles voll mit Containern. Was ist passiert? In Baltimore ist so ein Schiff in so eine Brücke reingesaust. Und die ist komplett eingestürzt und es sind auch Leute gestorben dabei. Also meine Quelle ist jetzt ein Tweet. Als Vorwarnung. Der Tweet hier. Nein, den habe ich hier nicht.
Und ich weiß gar nicht, wie viele übereinander. Das geht hier noch richtig tief runter. Ich frage mich auch wirklich, was jetzt hier alles auf diesem Schiff ist. Ne? Also hier kann ja wirklich alles in den Containern sein. Ich bin so gespannt, wie jetzt die nächsten Tage werden. Das ist auf jeden Fall krass, hier auf so einem riesengroßen Schiff zu sein. Ich habe mich gefragt, ist das jetzt vollgeladen oder passt da noch mehr drauf? Nee, wir sind noch nicht vollgeladen. Also ich sag mal so drei Viertel etwa. Zu früh, Chad, zu früh. Ah, okay. Dann lass uns jetzt runtergehen. Dann zeige ich dir, wo wir uns dann treffen im Alarmfall. Und damit wir dann startklar sind für die Abfahrt. Technischer Defekt, die Besetzung hat einen Notruf abgesetzt und dann wurde evakuiert, bis auf die 6 Bauarbeiter, warum auch immer. Ah ja, die da oben wieder. Okay, gut. Ich glaube, Dominik meinte zu mir, dass da wirklich hunderte Leute gestorben sind. Immerhin das nicht, Digga. Also es wurde schon evakuiert dann, oder wie? Also nur halt diese 6 Bauarbeiter nicht. Ich meine, es macht es nicht besser, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich meine so, okay, aber dann hat wenigstens das geklappt, Alter. Was kann alles so auf einem Containerschiff passieren? Also was sind hier so die Gefahren? Wir können eine Kollision haben mit einem anderen Schiff. Wir können ein Grounding haben. Das heißt, wir können bei zu wenig Wasser unter dem Kiel irgendwo drauf fahren. Wir haben so viele Container an Bord. Es kann natürlich sein, dass sich was selbst entzündet oder ein elektrischer Defekt, der dann irgendwas in Brand steckt. Bro. Sowas kann alles passieren. Das Timing ist crazy. Um darauf vorbereitet zu sein, muss ich dich vor Abfahrt darüber informieren, dass du genau Bescheid weißt, was du im Notfall zu tun hast. Dann benutzen wir die, um uns zu retten. Ja. Sind Leute auf dem Boot gestorben in Baltimore? Bin ganz schockiert, wie viele davon nichts mitbekommen haben. Will jetzt nicht der Geil sein, aber guck doch zumindest ein bisschen in die Nachrichten rein. Boah, das mache ich leider auch viel zu wenig. Aber wirklich ein sehr, sehr guter Tipp, Freunde, ist die, war das die Tagesschau-App? Lass mich kurz gucken. Ich glaube ja. Ja, die Tagesschau-App. Bro, das ist übelst geil. Das ist wie so Insta-Stories einfach. Das ist wirklich nice. Da könnt ihr so durchgehen einfach und kriegt dann einfach so die neuesten Sachen mit. Und wenn euch was interessiert, schreibt ihr hoch und könnt den Text lesen. Ist übergeil. Ist wirklich sehr nice. Also um mal so grob einen Überblick zu haben, you know? Fake News. Ja, um erstmal so einen groben Überblick zu haben, was da abgeht. Das waren jetzt auf jeden Fall schon mal viele Eindrücke so direkt für den Anfang. Jetzt gehe ich ins Bett, weil es ist schon relativ spät und morgen legt das Schiff ja relativ früh ab. Aber davor zeige ich euch nochmal ganz kurz, wie ich dann jetzt hier die nächsten Tage wohnen werde. Ist wirklich wie so ein kleines Hotelzimmer hier. Also ja. Ich glaube, hier lässt es sich auf jeden Fall aushalten. Digga, ich bin wirklich ganz schön fertig. Bro, eine Couch im Zimmer. Die ganze Anreise heute war ein bisschen stressig, denn unser Gepäck ist nicht angekommen. Es geht schon mal gut los. Anscheinend sind unsere Koffer nicht angekommen. Das Problem ist halt, dass das Schiff heute Abend ablegt. GGs. Und der nächste Flug ist halt erst morgen. Das heißt, unsere Koffer werden nie im Leben hier in England ankommen. In den Koffern ist halt sowohl Kameraequipment als auch komplette Klamotten, alles, was wir brauchen. Wir wurden jetzt hier zu einem Supermarkt gebracht und müssen uns jetzt komplett neu einkleiden. Das Ding ist halt, wir sind hier gerade in Großbritannien, also außerhalb der EU. Normalerweise müsste ich jetzt Geld wechseln, um hier irgendwie was kaufen zu können. Aber zum Glück ist der Sponsor des heutigen Videos Revolut. Bro, no shot. Eigentlich hatte ich die Integration ein bisschen anders geplant, aber ich glaube, ich werde jetzt meine neue Revolut-Karte nutzen, um mir neue Sachen zu kaufen. Digga, Bro das hat Tomato links auf seiner Visa-Karte stehen. Unterwäsche. Hier sowas. Ja. Ich nehme mal hiervon zwei. Ich Wie kann euch ja mal freut, kurz erzählen, was Revolut eigentlich genau ist. Also Revolut ist eine Online-Bank, mit der ihr im Prinzip all eure finanziellen Bedürfnisse abdeckt. Bessere Werbung geht gar nicht. Ja, ich meine, also no joke, die ist ja wirklich crazy authentisch halt, ne? Decken könnt. Und das Coole ist, dass sowohl die Kontoerstellung als auch die Kontoführung komplett kostenlos sind. So. Ja, Mafaga hat nur Spaß. Für Werbung sein Gepäck zu Fast Hause genau gelassen. 100 Pfund. Dann benutze ich jetzt meine Tomatolix Revolut-Karte. Man kann das Ganze auch einfach per Apple Pay mit seinem Handy machen, aber es gibt die beste Erfindung des Planeten. Ich glaube, es gibt keine Erfindung, die besser ist als Apple Pay oder Google Pay. Bro, das ist einfach das Beste, was es gibt. Auch diese Metallkarten, wenn man Digga, es ist so geil. Möchte. Und ich habe mir die hier sogar individualisieren lassen mit dem Tomatolix-Schriftzug. Hat alles ohne Probleme funktioniert. Das Bezahlen im Ausland funktioniert so, dass ihr Geld auf eure Karte ladet und ihr das dann entweder in dem Moment, in dem ihr es braucht, oder vor eurer Reise zu Echtzeitkursen in die jeweilige Landeswährung umtauscht und so könnt ihr dann ganz einfach vor Ort damit bezahlen. Das geht auch schon mit dem Revolut Standardkonto. Außerdem gibt es Cashback von bis zu 30% bei vielen verschiedenen Marken und es gibt so praktische Funktionen wie detaillierte Budgetanalysen, durch die ihr immer genau wisst, wofür ihr eigentlich euer Geld ausgegeben habt. Über meinen Link in der Videobeschreibung. Bro, diese Sounds gerade von dieser Anzeige waren so satisfying, ich hatte das Gefühl, ich habe Geld gemacht währenddessen. Nun könnt ihr euch anmelden Digga, und es euch war, 20 what the fuck, Euro das Willkommensbonus. Das hat sich angefühlt, als hätte ich bei Clash of Clans gerade alle Golddinger eingesammelt von den ganzen Minen, Junge. Sichern. Außerdem Boah. Verlost Revolut unter allen... Und schön im Nachtdorf nochmal die, hier die Dings...
Ja, wie heißen die, diese Gems da? Die sich unter meinem Link anmelden, 1000 Euro. Hast du ja auch. Ah ja, stimmt, Digga, ich schieb ja gerade. Fuck. Wenn ihr das Ganze interessant findet, dann probiert's doch einfach mal aus. Und ich gehe jetzt ins Bett. Bye, man. Gute Nacht. Guten Morgen, ich wurde gerade komplett eingekleidet und so kann es jetzt rausgehen, weil das Schiff liegt jetzt gleich ab. Fresh! Die Leinwände gelöst und wir fahren los. Ich bin sehr gespannt, wie das genau abläuft. Dominik, moin. Das Schiff geht gleich ab. Wir gehen jetzt auf die Manöverstation, schauen uns das mal an, wie das da so läuft. Man sieht hier schon so ein bisschen den Sonnenaufgang. Wow. Sieht ganz nice aus eigentlich. Ja, Mann. Ich habe schon wieder ein bisschen Angst. Also hier an der Seite geht es direkt runter. Ab hier vorne dann tatsächlich wirklich aufpassen, weil da sind dann die Mooring Lines gespannt. Das ist dann tatsächlich ein bisschen gefährlich, weil wenn die mal irgendwie reißen sollte unter Belastung, dann stehen wir hier alle nicht mehr. Wir können einmal da hochgehen zum Windenfahrer. Jetzt machen wir Was, die Mooring Lines? Gleich vorne den Schlepper fest. Schlepper ist dann anderes Boot quasi. Genau, bei der Schiffsgröße brauchst du die einfach zum An- und Ablegen. Okay, die Leinen sind losgelöst, das heißt, das Schiff ist jetzt abfahrbereit. Leinen los, volle Fahrt, Santiano. Digga, wie groß dieses Ding ist, Alter. Imagine. Holy shit, wie viel Stuff da einfach gerade transportiert wird. Alter Schwede, krass. Crazy, das sieht so aus, als könnte da so jeden Moment irgendwas runterfallen. Da stehen eben Kapitän und Lotse, die eben jetzt das Auslaufen mit überwachen. Was halt wirklich für uns der große Vorteil ist, dass wir den Lotsen dabei haben. Der kennt sein Revier her, der kann sagen, okay, wir fahren am besten jetzt da oder da lang. Das ist schon so üblich, dass man bei jedem Hafen immer einen Lotsen hat, der einen reinfährt und wieder rausfährt. Genau. Also ohne Scheiß, das hat schon was. So, ja, check ich. Das ist ein Vibe. Alter. Ich liebe jetzt die nächsten 5 Tage einfach auf diesem Schiff. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass meine Reise auf der Hanoi Express noch wesentlich länger dauern würde. Cheers, Captain. Thank you. Die Lotsen gehen jetzt von Bord. Das heißt, sie müssen vom fahrenden Schiff auf ein anderes Boot umsteigen. Das sieht echt gar nicht mal so ungefährlich aus. Digga, das sieht vor allen Dingen gar nicht mal so unfresh aus. Das Boot sieht richtig cool aus. Digga, what the fuck? Jetzt haben wir ja abgelegt. Jetzt interessiert mich vor allem, wie das Schiff eigentlich genau aufgebaut ist. Also was gibt's hier alles so zu entdecken? Was gibt's für Räumlichkeiten? Kannst du mich mal so ein bisschen rumführen? Klar, kann ich auf jeden Fall machen. Tatsächlich bin ich gerade dabei, meine Wäsche zu waschen. Okay. Da kann ich mal so ein bisschen so im normalen Anbordalltag einfach mal zeigen, wie das hier bei uns einfach an Bord so funktioniert. Wir haben an Bord natürlich Wäscheräume. Alter. Wo wir dann eben Junge, wie groß. Sachen waschen, trocknen und wie auch immer machen können. Ein bisschen bügeln können. Man hat irgendwie so vielleicht für 1-2 Wochen oder so gepackt, was halt in den Koffer passt. Aber 3 Monate oder 4 Monate kommt man ja damit nicht hin. Zack. Genau. Dann gehen wir runter aufs B-Deck. Da kann ich dir gerne mal so mit das Zentrum so vom Leben an Bord zeigen. Das ist Boah, ich glaube, du musst aber auch so richtig dafür gemacht sein, oder? So, also wenn ihr sagt, 3 Monate ist man da teilweise, Junge, oh mein Gott. 3 Monate auf so einem Schiff rumgurken, Alter, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Meint ihr, es guckt gerade jemand diesen Stream oder dieses YouTube-Video von einem Schiff, also von so einem Containerschiff? Ja, ihr schreibt jetzt ich rein, aber keiner von euch Wichser tut's. Ich glaube hier gar nichts, bis hier nicht ein Screenshot in ein Bild gefallen ist. Also der Crew-Messroom, also die Kantine im weitesten Sinne für die Crew. Und hier wird dann eben gegessen zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Das Essen hier, das wird dann von einem Koch zubereitet. Genau, das wird vom Koch zubereitet, der wird unterstützt vom Steward. Warte mal, warum schreibt alle Crew rein? Und hier wird dann eben, das ist hier so der Crew-Messroom, also die Kantine. Bro, Chad, der arme Digga. Das Zentrum so vom der Leben. Das ist hier so der Crew-Messroom, also die Kantine im weitesten Sinne für die Crew. Und hier wird dann eben gegessen zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Das Essen hier, das wird dann von einem Koch zubereitet. Genau, das wird vom Koch zubereitet, der wird unterstützt vom Steward. Das heißt, es gibt jeden Tag frisches Essen. Es gibt jeden Tag frisches Essen, genau. Und von der Crew-Messe quasi können wir dann einmal durchgehen zur Offiziersmesse. Also es gibt eine sehr klare Hierarchie an Bord. Es auch durchaus geben. Hier die Offiziersmesse, wo dann eben die Offiziere, Ingenieure eben halt die Dienstgrade dann entsprechend speisen. Digga, sieht viel fresh aus bei denen, what the fuck? Okay, also das hier ist so der gehobenere Bereich. Und es gibt eine Bar. Genau, Digga, what the fuck? Sich dann hier abends mal entspannt hinsetzen, irgendwie zusammen nochmal eine Cola trinken oder so. Wahrscheinlich ein Cola, oder Digga? Und hier dann auch nochmal so ein Sitzbereich mit Fernseher und so. Wo man sich dann abends mal entspannt hinsetzen kann. Kommen wir so zu den Aufenthaltsräumen, sage ich mal, wo man dann abends gerne mal ein bisschen Zeit verbringt. Hier haben wir so der Partyraum. Digga, yo! Ein bisschen Tischkicker, Dart, Karaoke wird viel gesungen, Musik gespielt. Digga.
Mega, what the fuck, geil. Ja, das machen tatsächlich die philippinischen Kollegen sehr, sehr gerne. Also ihr habt hier viele philippinische Mitarbeiter. Die ganzen normalen Deck-Ratings oder Engine-Ratings, also die normalen Matrosen, ich sag mal übersetzt gesagt, kommen bei uns von den Philippinen, genau. Und wenn man es eben halt... Oder lernt man safe auch richtige Achis kennen, also richtige Atzen, Alter. Ein bisschen ruhiger mag, wenn er vielleicht nicht nach Musik... Ich meine, imagine, du bist auf so einem Boot am Arsch der Welt, Bro, und sagst mit so ein paar philippinischen Leuten da... Philippinos? Ist das das Wort, was ich suche? Eine Runde Dart. Auf Suff, Digga. Junge wie sick. Cool, dass so gerade ist. Haben wir eben hier noch so einen zweiten Raum, wo es dann einfach heißt, chillen und ein bisschen irgendwie einen Film gucken oder so. Für die sportliche Betätigung haben wir hier eben unseren Swimmingpool. Yo. Der wird eben mit Seewasser gefüllt. Alle Touren im Grunde, die über den Äquator gehen, wo es dann wirklich heiß wird, da wird er dann regelmäßig schon benutzt. Alter, was? Ist eh nicht mit angekommen. Ja, das ist wohl wahr. Ein bisschen schwierig. Für alle, die vielleicht ihre Badehose vergessen haben, haben wir hier eben dann nochmal einen Sportraum, Digga, wo man sich eben dann betätigen kann. Alter, ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass es das alles gibt da. Gerät, Stepper, ist ja echt alles am Start. Und man hat halt nicht so die Möglichkeit, okay, ich gehe jetzt nochmal irgendwo abends irgendwie großartig was essen oder ich treffe mich jetzt mit Freunden oder so oder keine Ahnung. Und dann rein ins Gym. Das funktioniert ja halt alles nur sehr begrenzt und dann versucht... Naja, dann geht's rein in die Eisenhalle, Digga. Schön den Bizeps größer machen, wa? Hilft ja nichts. Sucht man halt wirklich möglichst so das relativ normale Leben hier irgendwie zu ermöglichen, gehört dann ja für den einen oder anderen eben auch mal eben eine Sportsession dazu. Unser Hospital, ein Behandlungsbett und ein Krankenbett. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Deshalb sind wir entsprechend ausgerüstet. Das heißt, es gibt feste Vorschriften, was wir genau da haben müssen. Medizinisches Equipment, wir haben Medikamente dabei für den Fall der Fälle. Das heißt, wenn wir jemanden haben, der normal krank ist, wie man zu Hause auch krank ist, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, das kriegen wir alles hin. Und wenn es dann schwieriger wird, haben wir hier Satellitentelefon. Es gibt ein Krankenhaus in Cuxhaven, da kann man 24/7 anrufen, extra für uns. Alle deutschen Schiffe können sich da Rat und Tat von einem Arzt holen, können dann Daten hin und her schicken, Bilder und Patientendaten. Und dann kriegen wir dann gesagt, was wir wie wo machen müssen. Wenn jemand wirklich ernsthaft krank wird auf hoher See, geht es dann halt so schnell wie möglich zum nächsten Hafen. Aber manchmal kann das wirklich mal eine Woche weg sein. Ne? Das heißt, wenn man mitten auf dem Pazifik ist, dauert es eine Woche, bis man irgendwo hinkommt, wo hier einem geholfen werden kann. Alter. Das Licht sieht ja schon so ein bisschen aus, wie man das so aus dem Operationssaal kennt. Das heißt, hier könntest du dann theoretisch kleine Operationen durchführen. Was heißt kleine Operationen? Wir versuchen, alles in der Richtung zu vermeiden und einen Arzt heranzubekommen. Wenn manche Sachen nötig sind, können wir das machen. Wir haben Skalpell und alles da für solche Fälle, dass man den Kollegen halt so gut wie möglich behandeln kann im Rahmen dessen, was wir so können hier. Wir sind unsere eigene kleine Stadt. Wir müssen uns um uns selbst kümmern, wenn wir vor See sind. Und das kriegen wir auch ganz gut hin. Boah, ich hätte auch Loki ein bisschen Angst, Alter, dass da so einer so durchdreht, so crazy geht. Und auf so einem Schiff irgendwie alle abmurkst oder so. Wir sind eben auf uns gestellt und müssen auch eben auch Brände im Zweifelsfall selbst bekämpfen. Alter, stell dir vor, ich bin begeistert davon, was es hier alles gibt auf dem Schiff. Zum Thema Probe. Stell dir vor, du bist eine Woche von allem entfernt und es fängt an zu brennen. Digga. What the fuck? Jan oder Verpflegung, kann ich dir einmal unseren Drei-Provision-Store, genau, unseren Trockenproviant zeigen. Hier sind boah, da war Pesto Rosso. Gekühlten Waren, also Fleisch, Fisch und Gemüse. Ja, wir sind 2-3 Monate unterwegs. Ich meine, klar, man kann natürlich zwischendurch nochmal einkaufen, wenn sich das irgendwo anbietet, aber die Sachen müssen halt erstmal halten. Bananen. Das heißt, für wie viele Tage gibt es Proviant hier auf dem Schiff? Gut überleben können wir auch jetzt sicherlich schon die ganze Reise. Für 1,5-2 Monate auf jeden Fall. Es ist wirklich krass, wie viele unterschiedliche Räume es gibt. Also ich habe schon ein bisschen den Überblick verloren. Es ist halt wirklich wie so eine komplette Stadt auf dem Wasser. Man hat das, also es macht gerade so ultra Sinn, dass es das alles gibt, aber ich finde, man hat das nicht auf dem Schirm so irgendwie. Man denkt nicht so, ja, okay, klar, die haben dann ein Gym. Man denkt nicht so, ja, klar, die haben dann eine Dartscheibe. So, man denkt einfach so, da sind so Atzen so stumpf in einem Raum und fahren so einen Monat geradeaus, Digga. Aber real talk, das ist so krass. Guten Morgen. Morgen. Na, wie läuft es bisher? Wie ist die Fahrt? Sehr gut. Und was steht jetzt heute an? Ich würde vorschlagen, wir machen erstmal eine Runde an Deck. Das heißt, ich zeige dir einmal das Schiff von vorne bis Achtern, von Backbord bis Steuerbord. Kommt einem direkt der Wind entgegen. Ich gehe täglich eine Runde. Es ist Teil des Jobs, zu gucken, dass alles läuft, zu überprüfen, dass auch alle das tun, was sie tun sollen. Ich habe jetzt die Bro, Rito, du hast ja auch sonst nichts zu tun. Was willst du sonst machen, Digga? Der Tag ist so lange. Was willst du sonst machen, Junge? Du kannst ja auch nicht den ganzen Tag da zocken. Ich halt mal auf den Vormast zu klettern. Ein ziemlich hoher Turm hier vorne. Das Ding ist, dass ich ja so ein bisschen Höhenangst habe. Und gucken, wie das wird.
So, genau, hier drin. Alles klar, dann ziehe ich meins mal auch an. Boah, nee. Verdammt, ich habe ja schon ein bisschen Respekt. Das ist echt verdammt hoch. Oh, worauf nee, ich hier wieder eingelassen. Dann geht es jetzt los hier. Alter. Boah, nee, ne? Das ist fucking hoch. Ich hab's geschafft, aber es ist schon ganz schön hoch hier, muss man sagen. Wofür gibt es diesen Vormast überhaupt? Also der Vormast ist natürlich für unsere Navigationsbeleuchtung wichtig. Wir haben natürlich auch jede Menge Scheinwerfer hier, die unsere Manöverstation beleuchten. Wir haben hier vorne auch eine Kamera, da ist das Typhon, die Hupe und halt jede Menge Kabel. Und regelmäßig muss der Elektriker oder ein Offizier hier hoch, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Das Schiff ist ja noch kein halbes Jahr alt. Das heißt, wir gucken jetzt verschärft auch auf Sachen, die einfach von der Werft vergessen worden sind zum Beispiel oder wo irgendwas kaputt ist, was wir noch in der Garantie wieder beschaffen könnten. Das müssen wir alles in Ruhe kontrollieren dann regelmäßig. Was ist so das Besondere an der Hanoi Express? Einmal ist sie natürlich sehr groß. Mit 400 Metern gehört sie zur größten Containerschiffsklasse, die auf den Weltmeeren rumfährt. Die Hanoi Express kann auch mit LNG fahren. Das heißt, wir haben Flüssiggas dabei. Was halt sauberer verbrennt. Weil sonst. Aber ist das nicht so wie bei der AIDA, dass die damit nie fahren? War das nicht irgendwie so? Ich hatte mal irgendwas geguckt zu AIDA-Kreuzfahrtschiffen und das haben die so legit nie benutzt. Also ich glaube, deswegen hat er auch gesagt, wir haben das dabei. Also wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, deswegen wurde dieser Fakt so gesagt. Und nicht, wir fahren damit. Sondern wir haben das dabei. Ja, ja, damit er schön nach Berlin-Innenstadt fahren kann, wa? Schöner Kreuzfeld mit dem Ding. Dabei. Schön die Spree aber lang gucken. Was halt sauberer verbrennt. Weil sonst wird da schon eine Menge Öl verbraucht wahrscheinlich, ne? Genau. Das ist halt auch der Grund, warum die Schiffe so groß geworden sind. Wenn man mit einem kleinen Schiff nach Asien fährt, verbraucht man natürlich weniger Öl. Ja. Aber hat halt dann nur 100, 200, 1000 Container mit. Wir verbrauchen natürlich mehr Öl. Aber runtergebrochen auf den einzelnen Container ist es sehr, sehr viel weniger. Die Seeschifffahrt ist der effizienteste Weg, um Ladung über weite Strecken zu transportieren. Und je größer das Schiff, desto effizienter ist es dann halt für den einzelnen Container. Was werden wir jetzt genau machen? Jetzt werden wir die Stückgüter an Deck einmal inspizieren. Also an Deck und unter Deck. Wisst ihr genau, was ihr hier... Bro, erster Offizier, hört sich so fucking cool an. ...transportiert, also was in den ganzen Containern drin ist? Teils. Also wenn man spezielle Ladung hat, wie halt Kühlcontainer, da weiß ich, was drin ist. Also zum Beispiel haben wir jetzt in England sehr viel gekühlte Medizin mitgenommen, Pastry, Baking Goods. Aus Vietnam zum Beispiel wird sehr viel Fisch exportiert, Fisch und Garnelen. Und da weiß man halt in den Ladungsmanifesten, was da drin ist. Bei den Gefahrgütern dasselbe, da muss man sogar wissen, was drin ist. Und damit man halt, je nachdem, wenn man jetzt einen Brand hat, dass man halt weiß, was muss ich damit machen. Meint ihr, die haben da gerade einen Menschen an Bord, ohne dass sie das wissen? Meint ihr, dass in dem Container ein einziger Mensch irgendwo drin? Na, wie kann ich das halt stoppen? Darf ich das überhaupt anfassen? Wie ist das statistisch? Das würde mich voll interessieren. Das ist safe schwer zu finden. Kannst du nicht einfach eingeben, in wie vielen Containern ist statistisch ein Mensch drin? Aber Oder Drogen. Meint ihr, die haben ein irgendwas Drogenmäßiges? Also jetzt nichts von denen selber, sondern in diesen Containern. Meint ihr, in diesem Boot wird gerade, ohne dass sie sowas wissen, was geschmuggelt? Darf ich da hin, wenn das jetzt irgendwelche Chemikalien sind, bei den normalen Containern, mal so, mal so. Ja? Manchmal hat man die Info, manchmal nicht. Also man kann sich das halt nur denken. Weißt du, was gerade so das teuerste oder besonderste ist, was ihr hier heute transportiert? Einmal eine Motorjacht und was anderes ist ja auch eine Dampfturbine für einen Nuklearreaktor. Aber wir sind das ja schon auch krasse Werte, die ihr hier transportiert. Das sind dann mehrere Milliarden Euro, die man hier durch die Gegend fährt. Das ist holy shit, Junge, pack ein das Ding. Felix, fahr das Ding nach Köln einmal. Wir teilen. Schon eine massive Verantwortung. Wir werden den Generator für Nuklearwaffen oder was auch immer der gerade gesagt hat, werden wir schon irgendwie los, Bro. Ich sag dir, das kriegen wir irgendwo in Köln-Kalk, kriegen wir das Ding weg. Das passt schon. Irgendwo, da wird es irgendwie abkaufen. Hier geht's in den Laderaum. Habe ich schon mal mitgebracht. Kriegen wir weg, Gasdetektor. Falls da irgendwas ausgelaufen ist oder Alter, da irgendwie crazy. Eine gefährliche Atmosphäre Kleinanzeigen. Sein sollte, dass wir dann direkt wieder rausgehen. Kannst du einmal eben hochziehen. Okay. Okay, crazy. Also da geht es jetzt noch mal tiefer rein in den Laderaum. Hier sehen wir jetzt eins der, was die Transportkosten angeht, auf jeden Fall eines der teuersten Güter, die wir hier an Bord haben. Das ist eine Motorjacht, die wir jetzt in Southampton geladen haben. Kann man sich vorstellen, wie teuer das ist, wenn ein Container halt schon Summe X kostet.
Und jetzt fabriziert er quasi die Stellplätze für 8x3 Container. Von daher ist das, glaube ich, eine relativ teure Angelegenheit. Aber ich glaube, wenn man so eine Yacht hat, dann ist das auch egal. Aber was dann meine Aufgabe ist, auch regelmäßig während der Reise. Deine Yacht, ja, sorry. So ist, wie es sein soll. Sorry, Chad, ich war's. Das ist meine, sorry. Nichts abgefallen ist, nichts verrutscht. Also das Ding ist echt riesig. Also ich glaube, ich werde mir irgendwann mal ein Boot kaufen, aber ich will eigentlich sowas hier haben. Ich will eine 420er Jolle haben. Wenn ich irgendwann mal ein Wassergrundstück habe, wo man sowas anlegen kann, dann hole ich mir sowas, Digga. Dann werdet ihr mich rumcruisen sehen, Junge. So ist, wie es sein soll. Dass da jetzt nichts abgefallen ist, nichts verrutscht. Also das Ding ist echt riesig. Also hier stehen 3 Container aufeinander von der Höhe her und 8 Container in die Breite. Muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, das kriegt man hier über die Kamera gar nicht eingefangen, wie riesig das ist. Und wenn ich hier so runterschaue, dann geht es ja noch richtig tief weiter, ne? Genau. Das sind halt nochmal 9 Decks. Hast du das? Die jetzt da runtergehen, also 9 Geschosse quasi. Ah, crazy. Ich dachte eben, wir wären ganz unten, als wir so... Nee, da, da muss er noch ein paar Treppen laufen, bis er ganz unten angekommen ist. Das heißt, so viel, wie man oben auf dem Containerschiff sieht, so viel ist auch noch mal im Containerschiff drin, quasi. Ist das Video gerade leiser geworden oder sind meine Ohren irgendwie leiser geworden? Weißt du eigentlich, wie teuer das ist, so einen Container zu verschiffen? Im niedrigen Tausenderbereich. Also, dass man hier Container in diesem großen Stil durch die Gegend fährt. Junge, ist das peinlich. Ich hab hier am Kabel gezogen und hab den Regler runtergedreht dadurch. Digga, ich bin so ein Hardcore-Opfer, das ist krass. Das ist eigentlich der Grund dafür, dass wir so viel Globalisierung überhaupt haben können. Weil der Preis, etwas mit einem Containerschiff zu verschiffen, ist so niedrig. Da lohnt sich halt sogar, wenn man den Container voller Plastikspielzeug halt hierher fährt, nach Europa. Aber sonst müsste man halt eigentlich Ladung haben, die es auch wert ist. Aber muss man jetzt im Zweifelsfall gar nicht. Kann es sein, dass ihr Schmuggelware an Bord habt und das gar nicht wisst? Nee, auf diesem Dienst eigentlich. Digga, Tomatrix hat selber einen Container an Bord. Nicht. Also Europa Fernost ist da jetzt nicht so prädestiniert für. Wo man das haben kann, ist auf den Valparaiso Express-Klassenschiffen. Die fahren nach Südamerika. Und da muss man halt wirklich aufpassen, dass man da keine Schmuggler an Bord hat. Und es ist halt auch gefährlich, wenn man halt diese Leute an Bord hat, also die Banden und so weiter. Also ich hatte selber mal vor Santos in Brasilien eine ganze Horde Krimineller an Bord und haben dann halt mit Sturmgewehren an Deck. Wollen wir natürlich vermeiden, so gut es geht. Also da hat man halt viel höhere Sicherheitsvorkehrungen. Da gucken auch die Behörden sehr doll drauf, was man in den Containern hat und so weiter. Mit mehreren Hunden, mit also irgendwie 30 Leute, die dann das ganze Schiff auf den Kopf stellen. Meistens sind es ja dann Narkotika, Kokain und Konsorten, die dann aus Südamerika irgendwie nach Nordamerika und Europa kommen. Wenn man da halt in Europa relativ easy rankommt, ja, irgendwie muss es halt gehen. Wir tun natürlich alles, damit das halt nicht passiert. Von daher ist das schon nicht ohne. Felix Sabbat schon. Digga, das hört sich jetzt nicht so chillig an, wenn da so eine 10er-Bande mit AK-47 auf deinem Boot ist, Junge. Also, könnt mir coolere Sachen vorstellen. Ein Basketballplatz unter Deck, damit ihr euch ja gar nicht gerät. Junge. Das ist krass, das hätte ich niemals gedacht. Hier ist das andere Ende vom Schiff. Hier am Eck ist es jetzt so, dass die Wellen halt unter das Schiff schlagen, deshalb alles ein bisschen wilder aussieht. So eine Wind. Ich habe das Gefühl, der Transport dieses Schiff, dieser Sachen würde die Hälfte kosten und die Hälfte verbrauchen, hätten die nicht so 19 Räume, wo die so Shit machen könnten, Digga. Stärke 5, baut sich so langsam auf, es wird dann noch ein bisschen mehr werden. Also was denkst du, wie wird es in den nächsten Tagen sein? So eine 6, 7, vielleicht auch eine 8 wird es wohl werden. Die brauchen die Räume aber definitiv, ja, glaube ich auch. Während ich mich immer mehr an das Leben auf dem Containerschiff gewöhne, wird die See immer rauer und die Wetterprognose sieht auch nicht sonderlich gut aus. Der Kapitän rechnet jetzt schon damit, dass unsere Reise einige Tage länger dauern wird. Was ich noch alles an Bord der Hanoi Express erleben werde, seht ihr nächste Woche im zweiten Teil. Heute ist der Wellengang richtig heftig. Hier wurde gerade ein Alarm ausgelöst. Der Cliffhanger, Bro! Firefighters ready. Jetzt geht's ins Rettungsboot. Boot auf Also abonniert den Kanal, um den zweiten Teil nicht zu verpassen. Bro hat eine verfickte Serie draus gemacht, Junge. Jetzt hilft er auch schon beim Schmuggeln, was ein Ehrenmann. Bro, das war ein sehr gutes Video.